Grüß Gott, mein Name ist Alexander Nischlwitz und ich möchte jetzt kurz das MikeStrelaty MixTrelaty Toolkit von Microsoft vorstellen in Kombination mit Unity und wie man damit dann eine kleine Applikation erzeugt. Ziel wird es sein, als erstes Oculus Link kurz vorzustellen, damit wir das Ganze auch live direkt am Rechner sehen, also sprich mit dem Link-Kabel und die Oculus Quest 2 verbinden. Dann ein Unity-Projekt mit der Oculus 2 mit den Standardeinstellungen zu generieren und einfach mal zu testen, ob das mit dem Oculus Link funktioniert. Einmal nur mit der normalen Anzeige und dann mit dem Rig. Dann einen Schritt weiter werden wir das Microsoft Mixed Reality Feature Tool konfigurieren. Damit werden wir sozusagen unser Unity-Projekt erweitern und dann werden wir die Handinteraktion einfügen und am Schluss das auch noch so einstellen, dass die Handinteraktion auch wirklich mit der Oculus funktioniert. Dazu werden wir die Oculus Integration konfigurieren und die Handeinstellungen ebenfalls zum Mixed Reality Toolkit dazuschließen. Als erstes werden wir das Link-Kabel brauchen. Das hoffe ich besitzen Sie. Sonst einfach ein schnelles Kabel nehmen. Und damit werde ich die Live-Übertragung machen. Dann eben das Feature-Toolkit installieren und dann will ich auf die speziellen Parameter eingehen, die da benötigt werden. Im Endeffekt sind es 5 Elemente, die wir dazu installieren werden. Wichtig dabei ist, ich habe das Oculus Integration bei mir schon vorab installiert bzw. heruntergeladen, aber man findet das auch direkt, wenn man mal einen Download gemacht hat und das konfiguriert hat, bei sich direkt am Rechner unter Windows, unter C, bei den App-Daten unter Roaming drinnen, da kann man auch die Unity-Packages wegsichern. So wird das dann ausschauen, wie man es links unten sieht, mit dem Interface und man kann da direkt mit der Hand interagieren. Wichtig sind dabei dann einige Einstellungen, aber die wird man nachher direkt im Video sehen. Gut, ich starte jetzt gleich einmal los, habe den Unity habe schon bei mir installiert und mache ein neues Projekt auf. Es ist ein ganz normales 3D-Projekt. Ich nenne das MRDK Video und bin jetzt in Unity 2020.3, ist eine Longtime-Support-Version und ich generiere mal das Projekt. Das sollte eigentlich jetzt relativ schnell gehen. Es ist jetzt da in dem Fall nichts Besonderes drinnen. Ich habe auch schon die Oculus Quest 2 hier und schon mit einem Link-Kabel verbunden. Dass das Ganze funktioniert, habe ich auch hier, das Gerät wird schon direkt erkannt mit Oculus Link. Sollte man die Software noch nicht heruntergeladen haben, findet man das Ganze unter Oculus.com und das Setup und hier gibt es dann die App für PC, kann man sie herunterladen. Was wichtig dabei ist, dass das Ganze dann funktioniert, man wird auch dieses .NET Framework benötigen für Desktop, das ist wichtig, also nicht die normale Application oder Handy-Applikation, sondern wirklich bitte für Desktop die Runtime. Später werden wir dann auch noch die Oculus Integration dazu installieren. Die findet man direkt im Asset Store. Ich habe sie schon heruntergeladen und wir brauchen auch das Microsoft Mixed Reality Feature Tool. So, lala, hier sind wir schon drinnen, das Ganze ist einmal hereingeladen. Ich gehe jetzt als erstes einmal unter die Build-Settings. Wichtig, dadurch, dass wir für die Oculus Quest 2 entwickeln wollen, switche ich auf Android. Das passiert jetzt hier einmal, das geht relativ flott. Perfekt. Und hier werden wir einige Basiseinstellungen vornehmen, damit das Ganze dann funktioniert. Ich gehe hier in die Player Settings. Wichtig dabei ist das XR Plugin Management. Das installiere ich mir als erstes. Und als zweites schaue ich kurz in die Player Einstellungen, nachdem das passiert ist. Hier sind wir auf Android. Oculus habe ich jetzt noch aktiviert. In dem Plugin Management für XR. Ich stelle es auch gleich für Windows ein. Kann ich es drinnen auch testen. Das geht auch relativ schnell. Okay. Hier gehen wir noch auf
Oculus und eben OpenXR nehme ich ebenfalls dazu. Das wird für das Mixed Reality Toolkit dann benötigt. Fürs Publizieren unter Android wird empfohlen, so jetzt wird es nochmal kurz gestartet mit einem neuen Input-System, weil das umschaltet, wird empfohlen auf Android Version 10 zu gehen. Das ist API-Level, normal müsste API-Level 29 sein. Das werden wir dann gleich sehen. Jetzt werden noch einige Parameter importiert und installiert. Das kann noch etwas dauern. Während der Wahl installiert, switche ich noch einmal um. Hier sieht man schon das Mixed Reality Feature Tool System mit den Voraussetzungen. Leider Gottes, also auf Mac funktioniert es nicht. Wir können das Ganze nur unter Windows 10 verwenden. Ähnlich wie mit dem Oculus Link Kabel. Also da muss man ein bisschen drauf achten. So, hier wird das Ganze noch importiert. Ich gehe jetzt noch einmal ab. So, perfekt. Gut, jetzt, das hat schon wieder neu gestartet. Da ziehe ich noch kurz in den Player Settings einmal weiter runter. Hier sieht man schon, das ist wichtig, jetzt auf das Input-System aufs Neue umgeschalten. Das passt. Und was ich jetzt noch hier schaue, ich bin wichtig eh in Android drinnen, den richtigen API-Level. Sprich, ich gehe auf Android 10 API-Level 29, ruhig einen höheren. Ab 10 sollte es auf der Oculus gut funktionieren. Das ist es eigentlich schon gewesen. Ich mache mir jetzt, speichere kurz meine Szene. Link Test. Ich habe jetzt die Szene Link Test genannt. Die Szene gebe ich auch hier dazu. Und das Ganze ist auf der Android, das schaut gut aus. So, und eigentlich kann ich das Ganze jetzt schon einmal testen. Ich starte mal das Ganze hoch. So, oder la. So. Dadurch, dass ich das gestartet habe, sieht man auch hier, ich bin mit Oculus Link jetzt verbunden. Sehen tut man natürlich noch nicht so viel. Ich mache mir jetzt folgendes, ich generiere mir jetzt noch eine Kugel. Die Kugel, schaue ich einmal, liegt im Ursprung, passt. Und ich starte das noch einmal. So, oder? Okay. Ich gehe jetzt bei mir bei der Brille auch auf Oculus. Sieht man jetzt zwar nicht, aber bald werden wir es sehen. Ich gehe jetzt bei mir bei den Einstellungen. So, oder? Auf Oculus Link. Das ist ein Menüpunkt auf, direkt auf der Brille. Das Kabel ist verbunden und ich gehe mal auf Desktop. Also ich sehe eigentlich jetzt schon die Desktop-Applikation und ich kann die Desktop-Applikation auch von hier mal starten. Und wenn ich mich jetzt bewege, bewegt sich bei mir die Kugel mit, so wie beim normalen Bildschirm. Ich beende das jetzt einmal und schließe es hier auch. Was ich jetzt möchte, ist, dass sich das Ganze richtig mitbewegt. Sozusagen, dass die Kugel eigentlich, wenn ich den Kopf bewege, auch am Display mitbewegt wird, sozusagen wie ob sie im Raum stehen würde. Und dass das funktioniert, gibt es hier das Feature Convert Main Camera, das ist nämlich die Kamera, in ein XR-Rig. Das mache ich jetzt mal nur schnell testweise. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Setze das wieder auf. Und wenn ich das jetzt hier über die Brille starte, so, oder la. Und ich schaue mal herum. So. Sieht man schon, die Bewegung und so weiter wird richtig mit übertragen. So, oder la. Ich mache jetzt nochmal eine Pause. Hier ist mein XR-Rig von den Positionen her. Setzen wir es einmal auf 000 zurück. Das 4 ist ebenfalls auf 000. So, oder la. Schauen wir mal. Kamera Offset. Passt mir so. Schauen wir mal, wo die 4 ist. Ich gehe zurück in meine Szene. Und Kamera, das XR-Rig. Und das 4. Passt. Gut. Also, so schaut jetzt meine Standardszene aus.
passt. Machen wir noch einen kurzen Test. Ich starte es noch einmal. Jeweils, wenn ich starte, sehe ich das in der Brille und man sieht auch schon, jetzt bin ich, kann ich die Brille auch abnehmen und herum. Also man sieht, je nachdem wie ich die Brille bewege, wird das Bild auf der Brille richtig gerendert, dass ich herumschaue. Das macht das XR. Gut, das ist es eigentlich jetzt schon einmal gewesen für die Basiseinstellung, dass VR funktioniert. Was aber jetzt eher der wichtige Punkt ist, ich möchte jetzt hier das Mixed Reality Toolkit dazugeben und dazu muss man das Mixed Reality Toolkit herunterladen und sobald man es herunterlädt, kann man es entpacken und bekommt hier ein Directory und hier ist dieses Mixed Reality Feature Toolkit dann als Executable drinnen. Ich müsste jetzt wissen, wo mein Projekt ist und das Projekt habe ich bei mir, da schauen wir jetzt mal, ich habe das jetzt genannt MRTK Video, das ist jetzt das Directory, das werde ich jetzt dann benötigen. Gut, ich bin jetzt hier drinnen im Mixed Reality Feature Tool und ich starte es einmal. Wichtig als erstes, ich brauche den Projektpfad, wo ich diese ganzen Packages dazugeben möchte. Ich habe es gefunden und er soll einmal schauen, welche Features es da gibt. Und hier sind die Mixed Reality Toolkit Features, die ich dazu installieren kann oder natürlich auch updaten. Was brauche ich? Ich brauche Mixed Reality Toolkit, die Examples, die Extensions und die Grundlagen für das Mixed Reality Toolkit. Und ganz oben gibt es noch zwei, die Standard Assets, die sind praktisch, und Mixed Reality Toolkit Tools. Also 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 brauche ich. Dann habe ich schon gewonnen. Ich mache eine Validierung. Da sollten nochmal keine Fehler passieren. Dieses Package ist sehr mächtig, sehr stark. Man kann das auch für verschiedenste andere Geräte, wie auch zum Beispiel die Mixed Reality Headsets von Microsoft verwenden, aber auch zum Beispiel für die HoloLens 1 oder 2. So, jetzt wird das Ganze importiert. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Was jetzt passiert ist, das Ganze wird jetzt zu Unity dazugefügt und das dauert jetzt etwas, dass die ganzen eingebunden werden etc. Sicher so, ich schätze mal 2-3 Minuten. Ich mache derweil eine kurze Pause im Video. Gut, es geht jetzt weiter, also das hat jetzt knapp 2,5 Minuten gedauert. Und dann müsste eigentlich erstens dieses Fenster aufgeben. Und hier sieht man auch, dass jetzt ein neuer Menüpunkt Mixed Reality dazugekommen ist. Was jetzt als erstes passiert ist, dass ein paar allgemeine Informationen gegeben werden für die Konfiguration. Gehen wir mal zum nächsten Schritt. Also hier sind Standard-Settings, die eingestellt werden. Die werden eben zum Beispiel bei der XA-Konfiguration, die können wir ruhig vertrauen und das einmal einstellen. So, oder la, er fragt jetzt, ob er das vorher noch testen möchte, speichern möchte, meine Szene. Speichern wir sie halt. Jetzt schließt er das Ganze und öffnet das Ganze noch einmal. Das sind jetzt einmal ein paar Standardeinstellungen, die direkt vorgenommen werden. So, oder la. Ist aber schon wieder da. Passt. Jetzt ist das System einmal konfiguriert. Es kann sein, dass gehen wir noch einmal auf die Utilities, Build Window Dependency. Hier haben wir jetzt verschiedenste andere Möglichkeiten. Das werden wir nachher gleich auch noch konfigurieren. Wir gehen jetzt zurück in unsere erste Szene drinnen. Schaut auch, ist noch alles da. Okay. Gut. Jetzt möchte ich kurz noch einmal, wenn man jetzt hier hineingeht, kann man sich die Standardelemente und so weiter dazugeben. Werden wir aber nicht brauchen. Ich werde jetzt für den Anfang ein Beispiel nachher reinladen. Von den Profilen. Schaut dabei alles richtig aus. Gut, ich schaue jetzt einmal unter dem Package Manager, was wir direkt im Projekt drinnen haben. Das ist aktuell sozusagen ins Projekt schon eingebunden. Hier sind die normalen von Unity und das sind diese 5, die wir jetzt direkt über das
Tool vorinstalliert haben. Und hier gibt es auch verschiedene Arten von Examples. Ich gehe mal herein und öffne sie mir hier. Und das Beispiel, mit dem ich noch vor allem arbeiten möchte, ist dieses Hand-Tracking-Demo. Ich importiere mir das einmal. Und eigentlich ist es einmal sozusagen schon fix eingebunden. Gut, wie finde ich das Hand-Tracking-Demo? Ich schreibe mal rein, einfach Hand. Und hier haben wir auch schon Hand-Interaction-Example. Genau das möchte ich. Das andere brauche ich nicht. Jetzt fragt er noch, weil da bestimmte Schriftarten vorkommen, mit TextMesh Pro, dass er das dazu installieren möchte. Das geht in Ordnung. Die Examples können wir auch dazu, ist jetzt vielleicht für später hilfreich. So, und jetzt sind wir nachher schon im Hand Interaction Example drinnen. Und das werden wir versuchen, dass das nachher funktioniert. So, so schaut jetzt schon die Welt aus. Das ist ja eigentlich schon relativ schön. Und wir können schon einmal probieren, ob das funktioniert. Okay. So schaut die Welt einmal aus. Ich speichere das einmal. Und starten wir es einmal und schauen, was passiert. Wenn alles gut geht, bin ich wieder mit meiner Oculus Link direkt verbunden. Und man kann schon herumschauen. Okay, man sieht schon, die Szene ist jetzt auf der anderen Seite drüben. Da müsste es eigentlich, machen wir mal Folgendes, schließen wir die App noch einmal und gehen wir nochmal, ich kann es auch von hier aus starten. So, dala. Und ich starte es noch einmal. So. Okay. Nur mal schauen, ob, da war die Handinteraktion, haben wir da noch nicht drinnen. Setzen wir mal die Blickrichtung zurück. Muss vermutlich die Kamera direkt nachher ändern, aber passt dabei so. Da bin ich jetzt eigentlich schon im Demo drinnen. Und was ich jetzt für Möglichkeiten habe, ist, ich kann jetzt wirklich sozusagen die Objekte hier zum Beispiel über den Controller nehmen. Ich könnte auch Musik spielen. Oder zum Beispiel die Buttons geben. Es ist auch die Spracherkennung dabei. Zum Beispiel wird hier dieses der Profiler angezeigt. Wenn ich den nicht haben möchte, sage ich einfach Toggle Profiler. Nachher ist er weg. Oder wieder Toggle Profiler. Toggle Profiler. Da sind sie wieder. Hinten sind auch dort verschiedene Regler, die ich bedienen kann. Die Würfel kann ich nehmen. Toggle Profiler. Okay. Objekte zum Beispiel auch herziehen. Das mache ich jetzt alles noch über den Controller. Und ich kann den Controller auch auf diese Art bewegen. Das kann man nicht nehmen. Das sind wieder Buttons. Okay. Man sieht schon, wie das Ganze funktioniert und zum Steuern geht. So. Passt. Jetzt gehe ich da mal heraus. So, lala. Und schließe mal die App als Gesamtes. Okay. Und jetzt möchte ich, weil das funktioniert noch nicht, also man kann sehen, aber die Handinteraktion klappt noch nicht. Damit das dann auch mit der Hand funktioniert, brauche ich als erstes einmal meinen Package Manager. Und schauen wir jetzt hier noch einmal dran, welche Package ich auch von der Oculus-Seite drin habe. Das XR-Plugin. Das ist einmal wichtig. Und den Plugin-Manager. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache auch ein kurzes Update vom Version Control und vom Visual Studio Code. Das geht relativ schnell und einfach. Das wird hier durch diese Pfeile angezeigt, dass es hier aktuellere Versionen gibt. So. Visual Studio Code, wenn wir nachher in die Programmierung gehen, ist das ebenfalls von Vorteil. So, aber das Wichtigste wird dann sein, die Oculus Integration dazu zu geben. Kriegt man auch über den Asset Store, ist ein kostenloses Tool. Und die Oculus Integration arbeitet dann eigentlich mit dem Mixed Reality Toolkit zusammen, um dann sozusagen auch
die Handinteraktion wirklich zu aktivieren. So, das schaut jetzt einmal schön aus. Jetzt habe ich auch das Test-Framework für den Edit- und Play-Mode noch abgedatet. Hier ist alles jetzt einmal grün. Und jetzt möchte ich, und jetzt schaue ich in meine Assets nach, da sollte das Ganze schon vorhanden sein. Ich schaue mal alles, was ich habe, zu Oculus. So, lala. Was gibt es zu Oculus? Da haben wir es schon. Das VR-Keyboard oder die Oculus Integration. Und die importiere ich jetzt. Sollte man sie nicht im Package Manager haben, bitte einfach im Asset Store suchen und importieren. Das dauert jetzt wieder etwas. Wir haben jetzt die ganzen und ich kann ruhig alle importieren. Ich schätze, das dauert wieder so circa 2 bis 3 Minuten. Ich mache dazwischen wieder eine kurze Pause im Video. So. Gut, so. Die Integration ist jetzt passiert, also das Ganze ist importiert und jetzt fragt er mich, okay, dass ein paar neue Plugins entdeckt worden sind, die er jetzt updatet. Bei den Updates gebe ich überall das okay, auch das OpenXR zur Verwendung. Das passt alles. Jetzt wird kurz die Oberfläche dann neu gestartet. Special Sound soll auch updaten und jetzt kann er wirklich das Ganze einmal schließen und wieder öffnen. Also jetzt hat er wieder ein paar Updates gemacht, dadurch, dass jetzt auch die Oculus Integration getagt ist. Und wir werden das auch gleich in den Assets sehen. So ist es. Hier in den Assets haben wir jetzt Oculus noch dabei. Das ist jetzt dazugekommen. Jetzt schaut er noch, schauen wir kurz, welche Assets im Projekt sind. Jetzt haben wir wirklich hier Oculus XR Plugin, Plugin Manager. Eigentlich sollte das jetzt dann hoffentlich alles gut funktionieren. So, hier haben wir das Asset mit eingebunden. Und was jetzt hier wichtig ist, hier gibt es die Oculus Project Config. Und diese Config ist standardmäßig auf Controllers Only gestellt. Und die stelle ich jetzt auf Controllers and Hand. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Kann sein, dass das noch nicht geht, werden wir gleich sehen. Also, ich habe das jetzt neu gestartet. So, hier sind wir drin. Und jetzt, wenn ich jetzt die Hände hier drin habe, funktioniert noch nichts. Ich gehe mal hier kurz raus. Das ist einmal rum. Und mache jetzt nämlich noch Folgendes. Ich habe jetzt zwar hier die Einstellung getätigt bei den Oculus Project Configs unter Oculus, aber bei, jetzt gibt es hier noch zwei zusätzliche, also alles was mit Oculus gibt es ein paar nette Sachen, auch für die Avatare. Aber wir möchten jetzt für das Mixed Reality Toolkit, gibt es jetzt hier unter den Utilities die Möglichkeit, ein Update zu fahren. Sprich, dass die Controller Mappings und das Ganze nachher zusammenpasst. Ich gehe mal hier auf dieses Update. Was hier übrigens auch drinnen ist bei den Utilities, hier gehe ich auch hinein, ist zum Beispiel für die Oculus Integrate Oculus Integration Modules, dass auch diese direkt mit hineingebunden werden. Also das ist jetzt eigentlich so, dass das beides kombiniert wird. Sowohl die Oculus Verknüpfung mit Mixed Reality Toolkit und beim Update mit den Controller Settings. Gut, so, ich setze jetzt einmal meine Brille wieder auf. So, gehe nochmal zurück. Schauen wir mal, ob er da die Verbindung hat. Die Verbindung hat er noch. Aktuell sehe ich da nämlich nichts. Ich stecke es einmal ab. Jetzt hat er sie verloren. Das ist keine Tragik, ich stecke es jetzt nochmal an. Sicher, sicher. Die Brille hat er. Jetzt fragt er wieder Datenzugriff. Datenzugriff ist erlaubt. Oculus Link aktiviere ich wieder. Und wenn ich jetzt schon mal in Oculus Link drinnen bin, starte ich jetzt gleich die Desktop-Applikation. Also ich sehe jetzt auch hier wieder Unity.
und starte jetzt direkt von der Oculus aus das Unity-Programm. So, oder? Und jetzt, voilà, sieht man auch die Hände, jetzt ist auch richtig ausgerichtet. Also ich kann jetzt wirklich über die Hände direkt interagieren. Ich nehme jetzt zum, schalte jetzt wieder das, den Profiler weg, Doggle Profiler. Doggle Profiler. So, passt. Jetzt mache ich aber noch was anderes. Ich gehe da, ich schließe die Applikation noch einmal und schalte jetzt auf Maximize um. So, schließen wir es einmal. Gehe jetzt auf Game. Maximize on Play. Starten wir es einmal. Schauen wir kurz, ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Perfekt, jetzt sehen Sie es auch größer. Meine Hände habe ich wieder. Doggle Profiler. Der ist jetzt weg. Und jetzt nehme ich mir zum Beispiel mal die Tasse näher her. Aber kann die Tasse jetzt auch direkt zum Beispiel so vergrößern oder zum Beispiel so direkt rotieren. Nehmen wir die Tasse wieder mal weg. Schieben wir sie mal so. Mit der Fight, der Action schiebe ich sie mal ganz weit weg. Ich kann jetzt Würfel nehmen und schmeißen, die Regler, und das geht jetzt alles über die direkte Handinteraktion. Und nur schauen, dass nicht in den Display, also auch die das Musik geht oder die Knöpfe. Holen wir uns noch irgendwas her. Hopp. Also auch diese Rotationssachen, diese Vergrößerungssachen. So. Diese Rotationssachen und so weiter. Also das geht jetzt direkt im VR-Raum mit den Händen, mit den Menüs. Man hat auch diese Standardmenüs, die man von der Oculus her kennt, die man so einstellen kann. Und so weiter und so fort. Gut. Passt. Ich gehe da mal heraus. Das schließen wir. Und kurzes Recap, was wir eigentlich gemacht haben. Also wir haben eigentlich alle Punkte gemacht. Wir haben erst mit Oculus Link die Verbindung zur Oculus Quest 2 hergestellt mit dem Live View, haben ein Standardprojekt geöffnet und mit der Android-Einstellung und so weiter die Konfiguration gemacht. Einen ersten Test, dass das Link-Kabel funktioniert, einmal nur mit einer normalen 3D-Welt. Dann haben wir das XR-Rig dazugegeben und haben gesehen, dass die Interaktion mit dem Headset funktioniert. Dann haben wir das Mixed Reality Toolkit dazu installiert, beziehungsweise überdies dann zum Unity-Projekt die 5 Packages dazugegeben, das Handinteraktionsdemo importiert und geöffnet und dann noch die Oculus Integration dazu installiert und dort das so eingestellt, dass die Handkonfiguration funktioniert. Gut, ich hoffe, das hat geholfen und wünsche noch viel Spaß in der VR-Welt.